1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist unsere Montag-Nachtausgabe und die ist wie immer eine freie Themen-Nachtausgabe. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt hier bei uns live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch bei mir. Meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Anna und Anna ist 23 Jahre alt. Jawohl. Hallo. Hi. Hallo Anna, jawohl. Ich bin recht aufgeregt. Ja, das ist doch normal. Ja, ich rufe das erste Mal an. Ja, dann ist man aufgeregt. Das ist völlig, völlig klar. Um was geht's denn, Anna? Ja, ich führe ein ziemlich pikantes Doppelleben. Oh, ein pikantes Doppelleben. Ja. Da hören wir doch gleich gerade so direkt mit spitzen Ohren zu. Ja, genau. Also es geht bei mir darum, ich habe mich selbstständig gemacht. Mhm. Ne? Als was? Als Camgirl. Als was? Als Camgirl. Als Camgirl. Ja, ich strippe im Internet. Du strippst im Internet? Ja, genau. Und zu Hause, also du hast zu Hause so eine kleine Kamera speist das dann ins Internet ein. Genau. Und machst das bei dir zu Hause in deinem Zimmer. Genau. Ja. Und meine Eltern und meine ganze Familie denken, ich mache irgendwas Seriöses. Die denken, du bist Bankkauffrau. Nein, nicht ganz. Also die wissen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, aber... Was sagst du denen denn, was du machst? Ja, irgendwas mit, also ich helfe Leuten bei ihren Internetproblemen. Mehr oder weniger. Ja, ist ja, in der stimmt das ja auch, ne? Ist es ja so, aber... Wie lange machst du das denn, drei jetzt schon? Jahre. 3 Jahre schon? Mhm. Oh, 3 Jahre. Das ist schon einiges. Wie kam es denn auf die Idee überhaupt? Ach, naja, ich bin hierher gezogen, ne? Und mit der Arbeit hat das alles nicht so richtig geklappt. Was hast du denn gelernt vorher? Hast du irgendeine Ausbildung? Köchin. Was bist du? Köchin. Ja, ganz ehrenwerter Beruf. Naja, mehr oder weniger. Na, nicht, wenn er keinen Spaß macht. Na okay, Spaß muss es machen, das stimmt. Ja, und dann hatte ich Arbeitgeber, die haben nicht gezahlt. Mhm. Und irgendwie war ich dann auch kurz vor Hartz IV und mein Freund hat sowas im Internet ein paar Mal gelesen, dass man so damit Geld verdienen kann. Haben wir uns drüber unterhalten und ein bisschen geguckt, ne? Und dann habe ich da tatsächlich Existenzgründerzuschuss bekomme ich dafür. Nein, das vorstellen. Ehrlich, ganz offiziell vom Staat? Ja, klar. Was Existenz? Sehr lustig. Existenzgründerzuschuss für Strippen im Internet. Ja. Wie viel gab's denn da? Das erste Jahr 600 pro Monat. Pro Monat? Ja, ja. Ist ja nicht schlecht. Das zweite Jahr, jetzt bin ich also insgesamt mache ich es mehr als 3 Jahre, aber offiziell jetzt das zweite Jahr bekomme ich jetzt 360 und im dritten Jahr 280 oder irgend sowas. Und dann läuft das so allmählich aus. Ja, oder nach dem dritten Jahr ist dann Schluss. Das ist ja verrückt. Da hast du die Miete schon mal irgendwie fast raus, oder? Ja, so in etwa. Also wir können da ganz gut von leben, mein Freund und ich. Ach, es gibt auch einen Freund. Ja, klar. Und der weiß das auch. Ja, der hilft mir, der wirbt Kunden für mich. Und das findet in eurer Wohnung statt. Wohnt ihr? Ihr wohnt zusammen. Ja. Ja? Mhm. Wie oft trittst du denn dann im Netz auf? Jeden Tag. Und wie lange? 13 Stunden. 13 Stunden? Ja, das ist echt. Stören wir dich gerade bei der Arbeit, oder? Nein, ich bin schon fertig. Du bist heute fertig. Ich bin heute schon, habe schon Feierabend gemacht. Ja, erklär doch mal für die Leute, die sich da nicht so ganz gut auskennen. Also, man wählt dann irgendwie deine Seite an? Also nicht unbedingt meine Seite. Es gibt da es gibt halt verschiedene so Internetportale, so, ne? Achso, und die leiten das dann weiter? Wo man sich ganz viele Mädels auf dem Bildschirm hat und dann kann man sich eine aussuchen und zu der geht man in den Chat und zahlt da ab 50 Cent bis zu, das Höchste, was ich mal gelesen habe, 10 Euro pro Minute. Boah, und wie teuer bist du? Nein, so viel nehme ich nicht. Wie nimmst du? Das Höchste, was ich nehme, ist 1,99. Das ist dann aber festgelegter Preis, da kann ich nichts dran ändern. 1,99 pro Minute. Aha. Ist ja auch schon ganz schön, hab ich. Da bekomme ich auch nicht das meiste von ab. Bitte? Von den 1,99 bekomme ich pro Minute 51 Cent ab. Ach so, das kriegen dann die anderen, die dich da irgendwie mit anbieten und so. Mhm. Ja.
Und die überweisen dir das Geld dann auch oder wie geht das? Ja, Ende des Monats. Also und Ende des dann, nächsten Monats ist das dann immer auf dem Konto. Und das ist auch seriös dann? Ja, ja, also da ist nie Probleme mit gehabt. Ja, wie viel kommen denn da im Monat zusammen, wie viel Kohle? Nach Steuer 2500. Auch nicht schlecht, ne? Ja. 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 Ja, von der Arbeitslosigkeit dann auf einmal so viel Knete, also... So. Du sitzt in deinem Zimmer, hast diese kleine Kammer, das sind glaube ich so kleine Dinger, ne? Ja, so Webcams, genau. Genau. Dann bist du auch per Chat mit den Zuschauern verbunden, oder wie geht das? Ja, genau. Die kommen einfach zu mir in den Chat, die sehen mich und sagen, was sie gern sehen möchten. Ja. Ja, naja, wenn ich da nicht irgendwelche Einbinde gegen habe, dann mache ich das wohl auch. Wie weit gehst du denn? Ist es nur ein Striptease oder geht es auch schon mal härter zur Sache? Ja, es geht schon, also es ist schon ein bisschen also wollen wir es aussprechen? Das kann auch schon mal sein, dass du dich selbst befriedigst. Oder so tust, als würdest du dich selbst befriedigen. Er tust natürlich so, ja. Ich tue so, als ob. Hören die dich dann eigentlich auch? Ist ja auch eine... Nein. Nee, das ist nur Bild. Es gibt Seiten, da kann man eine Soundanfrage stellen und kann man ja so ein bisschen tun, ne? Mhm. Und aber bei den meisten Seiten ist das nicht so. Da unterhalte ich mich nebenbei mit meinem Freund oder gucke Fernsehen oder irgend sowas. Ach so. Aber der Freund darf natürlich dann nicht sichtbar sein. Ja, weil, genau. Ne? Der muss im Hintergrund irgendwie. Ich bin ja Solo. Du bist offiziell Solo, ja, klar. Und hast natürlich auch einen Künstlernamen. Den wollen wir jetzt gar nicht verraten. Nee, das war. Aber du hast so eine künstliche Persönlichkeit wahrscheinlich. Ja, ne? So mehr oder weniger. Die du da präsentierst. Wie, du bist du wirklich 23 Jahre jetzt? Ich bin 23. Und wie so? Verkaufst du dich da? Ja, als 23. Als 23, das ist, auch, ja, ist auch noch ein sehr, sehr knackiges Alter. Ja, macht genau. Das Spaß? Naja, manche Tage nicht so. Manche Tage nervt es wirklich. Den ganzen Tag sich da vor der Kamera räkeln, stelle ich mir auch ein bisschen, stelle ich mir kreativer vor. Die ganze Zeit sitzen, das ist immer nicht so schön. Bitte? Die ganze Zeit sitzen, das ist immer nicht so schön. Aber du kannst dich doch räkeln auf dem Bett oder musst du immer nur sitzen? Nee, ich sitze im Wohnzimmer vom Schreibtisch mit dem Stuhl und... Ach so. Ja. Ach so. Kann man das nicht mal ein bisschen umbauen, dass man die Cam auf ein Bett richtet und du kannst da deine... Das lasse ich lieber. Nee, mein Schlafzimmer soll keiner gucken. Also kreativer ist ja der Beruf des Kochs. Ja, schon, aber beschissen. Ja, sag's nicht, aber wenn es nicht dein Ding ist, nee, dann ist es ja... Ding. So, jetzt war aber gerade der Anfang unseres Gesprächs, hast du gesagt, ich führe ein bizarres Doppelleben. Wer, ja, nicht bekannt. Pikant. Okay, pikant. Wer außer deinem Freund weiß denn noch davon? Mein Freund, ein, zwei Freundinnen, das war's aber auch schon. Sonst keine anderen Bekannten? Keine Schwiegereltern, keine Schwager, Schwägerin, nix. Meine Eltern nicht. Wobei das natürlich, du gehst da ja auf dünnem Eis. Das kann ja ganz schnell irgendwie rauskommen. Man sieht dein Gesicht doch auch, ne? Och naja, meine Eltern haben keinen Rechner, geschweige denn Internet. Ja gut, aber irgendwer sieht's ja vielleicht und man steckt denen das zu. Aber was würden denn deine Eltern sagen, wenn sie das erfahren würden, dass du sowas machst? Ach, das weiß ich nicht. Das will ich mir lieber nicht ausmalen. Mhm. Das behalte ich lieber für mich. Aber du gehst das Risiko ein, dass es vielleicht doch irgendwie mal durchsickert. Es könnte ja zum Beispiel ein junger Typ, ein Verwandter dich mal sehen und macht eine Kopie. Aber ich glaube eher nicht, dass die mich verpetzen würden, weil dann würden sie sich ja outen, dass sie auf die Seite gehen. Nein, die könnten das ja anonym deinen Eltern zuschicken. Also da gibt es 1000 Wege, ne? Die Wahrheit findet schon ans Licht, wenn es denn sein soll. Aber ist so lange schon nichts passiert, ich denke auch. Das ist kein Garant. Manche Sachen gehen ganz lange gut. Und ich wohne ja gar nicht mehr da, wo meine Eltern wohnen. Es kennt mich da kaum jemand. Ach so. Ja. Ich würde gerne was zu dem Freund fragen. Der Freund ist da völlig mit einverstanden. Der hat kein Problem mit. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre, das heißt, er war schon da, als ihr das, als du das gemacht hast. Genau. Ja. Und auch am Anfang gab es da keine Diskussionen? Nö, nicht wirklich. Nach dem Motto, dass er da ein bisschen eifersüchtig ist, wenn du dich in deiner vollen Pracht anderen Männern präsentierst? Nee. Nein, hatte kein Problem. Hast du denn, wenn du den ganzen Tag, ich meine 13 Stunden ist ja nur viel, wenn du den ganzen Tag irgendwie in Sexpose bist, wenn auch nicht innerlich, aber äußerlich zumindest, hast du danach Bock im Privaten abends mit deinem Freund? Ja. Nicht so richtig. Also manchmal schon, aber das weiß ich nicht, wenn ich den ganzen Tag damit zu tun habe. Eben, dann bist du abends immer die Wollstrümpfe anziehen und... Ich bin dann immer froh, wenn ich im Bett liegen und schlafen kann. Das glaube ich. Aber beschwert er sich denn dann nicht, dass er nicht auf seine Kosten kommt? Ja, manchmal schon. Ja. Aber es ist noch nicht so, dass du die Beziehung in Gefahr siehst. Um Gottes Willen, nein. Nee, so ist es nicht. Es kommt halt manchmal vor, dass ich halt keinen Bock habe. Ja. Geht dein Freund denn auch noch arbeiten oder lebt ihr beide davon? Nein, er geht auch arbeiten. Ach, dann kommt er finanziell ganz gut über die Runden. Ja, genau. Ja. So, wie lange soll das noch weitergehen? Ich denke so 1-2 Jahre noch. Und dann?
Ja, weiß ich nicht, dann hört sich ja die Steuer. Da bin ich ja nicht mehr Existenzgründer, ne? Ach so, dann wird das alles teurer. Ja, so. Dann wird Krankenkasse teurer, Rentenversicherung, und hast du nicht gehört, Steuerberater. Jetzt hast du natürlich so einen Einschritt so in dieses Sexmilieu. Ja. Sexgeschäft, Sexbusiness gemacht. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch noch einen Schritt weiter zu gehen und, weiß ich, als Prostituierte zu arbeiten? Das nicht. Nein. Da ist dann die Grenze. Viele nach Live-Treffen oder was, aber. Mhm. Mach ich nicht, nein. Hast du nicht Angst, dass du von Leuten wiedererkannt wirst, mit denen du mal verbunden warst und dass die dich dann auf der Straße anquatschen oder vielleicht sogar blöd anquatschen? Nee, da denke ich aber auch eher, dass die, ich glaube, nichts sagen würden, weil dann würden sie ja auch outen, ne? Ja, also ist in den 3 Jahren noch nichts Unangenehmes passiert. Mm-mm. Ja. Ja, also dann wünsche ich für dich, dass es nicht auffliegt und dass den Eltern da nicht das ganze Weltbild zusammenfällt. Ist natürlich auch nicht so schön, wenn man die Eltern so permanent belügt, ne? Ja, stimmt. Aber so oft erzähle ich nicht von meiner Arbeit. Ja, aber so Eltern fragen ja schon, wie ist es denn und wie geht's voran? Ja, ich glaube, läuft so. Ganz gut. Naja, vielleicht solltest du, wenn die Sache vorbei ist, kannst du ja überlegen, vielleicht hast du denn genug Geld verdient, du machst ein eigenes Restaurant auf. Nee, lass mal. Nee, du magst nicht kochen, ne? Egal, ob im eigenen. Ich habe nichts, was mit Gastronomie zu tun hat. Warum hast du es denn dann überhaupt gelernt? Musste ich, sonst hätte ich ja nichts gehabt, Mensch. Ach so, weil du keine andere Lehrstelle bekommen hast. Ach so. Also, liebe Anna, ich hoffe, dass das alles gut geht. Vielen dass Dank. Niemand Schaden davon trägt. Ja. Auch nicht deine Beziehung, das finde ich ganz wichtig. Ich denke nicht. Da muss die Notbremse ziehen. Ne? Ja. Definitiv. Wenn da irgendwie die Schieflage kommt, dann das geht nicht. Ja. Alles Gute und Grüße an deinen Freund. Ja, und dir noch eine erfolgreiche Sendung heute Abend. Sehr nett von dir, dass du sagst. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ja wieder Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit euch sprechen, denen etwas ganz Besonderes widerfahren ist, sodass sie sagen, Mann, das ist jetzt mein zweites Leben. Das kann zum Beispiel nach einer sehr schweren Krankheit sein. Und ihr hattet gar nicht mehr den Glauben, dass ihr nochmal gesund werden würdet. Und aber jetzt gesund seid, ist wie ein zweites Leben. Oder nach einem Unfall, wo ihr vielleicht fast ums Leben gekommen wärt und ihr sagt, das ist jetzt mein zweites Leben. Oder vielleicht habt ihr einen fulminanten Lottogewinn gemacht und danach hat sich das Leben auch radikal verändert. Das ist dann euer zweites Leben. Oder nach einer großen neuen Liebe. Das kann ja auch sein, dass man irgendwie lange gefangen war in einer Beziehung und irgendwie völlig frustriert war. Und dann bricht es auf und man hat eine neue Liebe und sagt, das ist mein zweites Leben. Oder vielleicht auch mit einem Aussteiger. Vielleicht war einer oder der andere von euch irgendwie ein hochkarätiger Manager in einer Firma und hat das Ganze irgendwann hingeschmissen und ist jetzt Bauer, Ökobauer irgendwo. Und hört uns nachts sogar zu und würde uns gerne davon erzählen. Ich würde gerne mit euch sprechen über euer zweites Leben. Wenn ihr sagt, ich habe ein zweites Leben, dann meldet euch am besten per Mail, heute schon oder morgen ab 0 Uhr sind wir da, sind die Leitungen geschaltet und ab 1 beginnt dann die Sendung. Jetzt geht es weiter mit unserer freien Themennacht und hier ist Björn. Björn ist 29 Jahre alt. Hallo Björn. Ja, hallo. Ja, hallo Björn. Schön, dass du da bist. Ja, ja. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ja, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe sozusagen auch ein zweites Leben jetzt. Und zwar, ich hatte Anfang dieses Jahres einen ziemlich schlimmen Verkehrsunfall. Mhm. Ich bin von einer Straßenbahn überfahren worden. Oh. Und habe dabei mein rechtes Bein und meinen linken Fuß verloren. Oh, weia, wie ist denn das passiert? Ja, also ich selber kann mich an den Unfall nicht mehr genau erinnern. Mhm. Ich weiß nur noch, dass ich aus der Bahn aussteigen wollte. Den Rest danach weiß ich nur noch durch Zeugenaussagen. Ich bin halt ausgestiegen, bin dann irgendwie ins Straucheln geraten, konnte mich an der Straßenbahn wohl noch festhalten. In dem Moment fuhr die Straßenbahn aber los und ich bin dann in die Lücke zwischen Anhänger und Triebwagen geraten. Das ist das Schlimmste, was? Anhänger überrollt worden. Und da sind keine Erinnerungen da? Nee, ich bin dann 4 Tage später, ich war im künstlichen Koma, bin 4 Tage später auf der Intensivstation dann wach geworden und musste dann erstmal feststellen, dass halt mein Bein und mein Fuß fehlt. Wie weit ist das Bein amputiert worden? Ich würde mal sagen, ein Viertel ist vielleicht noch da. Also das Knie, Oberschenkelamputation. Das Knie ist auch weg? Ja. Ja. Nach 4 Tagen aufgewacht in der Intensivstation. Ja. Was denkt man da so in den ersten Minuten so des Aufwachens, wenn man gar nicht weiß, wo man ist, was los ist, was passiert ist? Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Schwierig, ziemlich verschwommen alles. So die ersten Tage sind ziemlich verschwommen.
Also was für mich sehr wichtig war, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich mich als erstes daran erinnere, dass ich, als ich meine Augen aufgemacht habe, meine Eltern gesehen habe, dass die also da waren für mich. Die waren auch dann zufälligerweise da, als du wach geworden bist. Ja, so kann ich mich zumindest dran erinnern. Und das war natürlich angenehm für dich, weil du direkt was Bekanntes und was eine emotionale Verbindung da direkt gespürt hast. Ja, ja. Ja. Und die konnten mir das dann halt auch schon nochmal beibringen. Ja. Hast du in erinnerst du dich, dass du im ersten Moment starke Schmerzen hattest oder hatte man dich so gut unter Medikamente gesetzt, dass du keine Schmerzen hattest? Also jetzt nach dem Unfall oder? Ja, nachdem du aufgewacht warst. Nee, da wurde ich wohl doch direkt unter starke Medikamente gesetzt. Also die erste Woche lang, die ersten 8-9 Tage hatte ich gar keine Schmerzen. Schlimm wurde es dann, wo die Schmerzmedikamente langsam abgesetzt wurden. Da wurde es richtig schlimm. Also ich konnte eine Woche lang, konnte ich wirklich kein Auge zutun. Ich konnte nicht schlafen, überhaupt nicht, weil ich so heftige Schmerzen hatte. Und die erstmal ein Schmerzmittel finden mussten, was bei mir anschlägt. Weil das Problem, was ich zusätzlich habe, ist, ich war früher drogenabhängig. Und dadurch reagiere ich auf Schmerzen viel empfindlicher als manch andere Leute. Und viele Schmerzmittel wollten die mir halt wegen der Abhängigkeitsgefahr nicht geben. Deswegen habe ich da echt die Hölle durchgemacht. Ja. Hattest du Drogen genommen, als der Unfall passiert war? Standst du da unter Drogen? An dem Tag selber nicht. Vorher schon. Also. Was für Drogen hast du früher konsumiert? Hauptsächlich Heroin und Diazepam oder Valium kann man auch dazu sagen. Also schon die ganz harte Fraktion. Ja, ja. Wie lange hast du Drogen genommen? Circa 6-7 Jahre. So lange? Ja. So lange. Ja. Zwischendurch habe ich auch längere Zeit keine Drogen genommen, sondern eine Substitution. Das war ungefähr die Hälfte der Zeit, wo ich da Methadon bekommen habe. Also das ist so eine Art Ersatzdroge, um davon von der Sucht wegzukommen. Ja, ja, genau. So kann man das sagen. Das Krasse ist, genau am Tag des Unfalls war ich bei einer Ärztin und wollte wieder in die Substitution. Also an dem Tag habe ich keine Drogen genommen, wo der Unfall passiert ist. Ich war bei der Ärztin, wollte zur Substitution, habe mir dann noch was besorgt, damit der Drogentest am nächsten Tag positiv ist. Dann wäre ich wieder ins Programm gekommen und wäre dann wieder substituiert worden. Kann es denn sein? Auch wenn du an dem Tag keine Drogen genommen hast, dass du aber irgendwie mit den Nachwirkungen zu kämpfen hattest und deshalb vielleicht nicht so ganz bei Sinnen warst, als das passiert ist? Ja, das kann schon sein. Ich war halt zum Teil auf Entzug und habe dann zum Teil halt auch ein bisschen Alkohol getrunken, um das ein bisschen zu kompensieren, sage ich mal. So, die ganze Sache war Anfang Januar in diesem Jahr, ja, okay. 2006. Hast du seitdem nochmal Drogen genommen? Ja, ich hatte zwei Rückfälle jetzt. Zwei Rückfälle? Ich hatte zwei Rückfälle jetzt durch jemand, ja, der mir was vorbeigebracht hat, den ich von früher noch kannte. Der meldet sich jetzt aber auch nicht mehr. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall noch auseinandersetzen muss, weil der Suchtdruck, also das Verlangen nach Drogen, ist jetzt nach dem Unfall viel stärker als früher, weil ich mich ja überhaupt kaum noch beschäftigen kann. Wie geht es dir denn körperlich? Wie sieht es erstmal mit den Schmerzen aus? Gibt es noch diese, was man so sagt, immer Phantomschmerzen? Ja, das geht im Moment meistens. Also ich wurde wieder eingestellt auf Schmerzmittel. Ich bekomme so Schmerzpflaster, die klebt man sich auf die Haut. Das hilft gegen die Phantomschmerzen. Das wird allerdings jetzt reduziert. Also in den nächsten Wochen wird das ganz auf null reduziert und dann muss man sehen, wie sich das mit den Phantomschmerzen entwickelt. Könnte es sein, dass du Angst davor hast, wenn das auf null reduziert wird, dass du dann umso mehr das Verlangen verspürst wieder nach Drogen? Ja, da habe ich wirklich Angst vor. Da habe ich wirklich Angst vor. Ich habe auch irgendwo Angst davor. Ich meine, ich habe Prothesen bekommen jetzt. Ich fange an, wieder das Laufen zu üben. Es ist noch sehr schwierig, aber ich fange halt damit an. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nur laufen lerne, um mir wieder Drogen zu besorgen. Und das ist natürlich schlimm. Bin ich irgendwie gar nicht. Ja. Aber das heißt also, aber wenn du das so schon selbst sagst und formulierst, finde ich erstmal interessant und auch gut, dass du das so formulierst. Weil das zeigt mir schon mit welchem Problembewusstsein du dich selber anschaust. Daraus müsste ja folgen. Denn dir ist ja völlig klar, dass das weiter in den Ruin hineingeht. Ja. Daraus müsste folgen, dass du wirklich alles in Bewegung setzt, dass du das schaffst.
Vor allen Dingen gerade jetzt, wo du vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, noch mehr gefährdet bist als vorher, als du gesund warst. Ja. Wie ist das denn? Du bist 29 Jahre schon alt. Du bist so lange drogenabhängig. Hast du denn nebenher auch gearbeitet oder hast du nur so rumgesumpft? Nee, ich habe auch schon eine Zeit lang gearbeitet. Ich sag mal jetzt, also in den letzten 10 Jahren habe ich vier bis 4,5 Jahre gearbeitet. Und das war's, hast du? Die ganze Zeit. Ja. Und das was hast du gearbeitet? Das meiste war, das waren knapp 3 Jahre, habe ich in der Druckerei gearbeitet. Also war so ein Job, ist das keine Ausbildung gewesen? Nee, es ist keine direkte Ausbildung gewesen, aber ein bisschen irgendwie schon. Ich habe zwar offiziell als Druckerhelfer gearbeitet, aber ich habe in allen Bereichen in der Druckerei arbeiten dürfen. Ich habe da alles lernen dürfen, Reprografie und. Also wäre das auch der Bereich, wo du ganz gerne wieder reingehen würdest? Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, theoretisch. Wobei das Problem jetzt ist, dass ich wahrscheinlich, wie die Ärzte sagen, wahrscheinlich nur sitzende Tätigkeiten ausführen kann. Na gut, aber in Druckereien wird es auch sitzende Tätigkeiten geben. Björn, nimm doch mal diesen schlimmen Schicksalsschlag, den du jetzt hast erleiden müssen. Ich meine, du hättest dabei auch sterben können. Ja. Nimm doch den vielleicht mal als Wachrüttler deines Lebens, jetzt aus deinem Leben was zu machen. Die Chance hast du ja jetzt und du bist ja erst 29. Ja. Da ist zwar schon eine ganze Menge Zeit vergangen, aber das ist völlig wurscht. Man kann auch mit 29, man kann auch viel später nochmal neu anfangen. Mhm. Und wenn du es jetzt schaffst, dein Leben in den Griff zu bekommen, das heißt ja in erster Linie von den Drogen wegzukommen, wäre das ja für dich persönlich wahrscheinlich ein gigantischer Erfolg. Ja. Ich meine, du hast ja genug damit zu tun, mit deiner, jetzt mit den Folgen der schweren Verletzung und dann überhaupt mit der Behinderung erstmal klarzukommen. Ja. Und wenn du das andere dann auch noch schaffst, wäre das doch genial. Ja. Wo lebst du jetzt? Lebst du allein in einer Wohnung oder bei deinen Eltern? Nee, ich lebe allein in einer Wohnung. Und kommst du zurecht so? Ja, doch, ich komme schon relativ gut zurecht. Also ich hatte vorher eine normale Wohnung, ein normales Apartment und während ich im Krankenhaus war, haben sich meine Eltern darum gekümmert, dass ich eine behindertengerechte Wohnung bekomme. Toll. Also insofern, die Wohnung selber ist schon gut ausgestattet, in der komme ich auch gut klar. So, ich hatte auch nicht weit zum Einkaufen, also das geht schon alles. Auch hast du denn so von deinen Eltern auch einen guten Rückhalt, dass die dir schon auf jeden Fall zur Seite stehen? Ja, doch, das der Kontakt du. Ist sehr gut. Weißt du, was der ich auch ganz. Der Kontakt ist sehr gut, ja. Ist erstmal auch die halbe Miete, würde ich mal sagen, wenn nicht noch mehr. Ja, das gibt mir auch eine Menge. Das glaube ich. Hast du eine Freundin? Nee, das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe noch nie eine Beziehung gehabt und ich habe auch irgendwie Angst, dass das jetzt überhaupt nicht mehr passiert. Aber das ist wieder ein anderes Thema eigentlich. Das ist ein anderes Thema und ich glaube, jetzt geht es auch erstmal um die anderen Sachen, dass du die in den Griff kriegst. Ja. Vielleicht wirst du dann so gestärkt sein und so selbstbewusst, wenn du das schaffst, dass du dann auch vielleicht mutig bist und dich auch auf eine Beziehung einlassen kannst oder sogar eine Beziehung suchen kannst. Ja. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist, was ich ganz, ganz, ganz elementar finde, wenn man so eine Karriere in Anführungszeichen hinter sich hat wie du, dass man dann wirklich radikal mit dem sogenannten ehemaligen Freundeskreis bricht. Weil du hast es ja gerade schon geschildert, da kam dann jemand vorbei und schon ging es wieder los. Ja, das stimmt. Und du stehst ja eben nicht ganz alleine da durch deine Eltern, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja. Und peu à peu werden sich dann auch neue Kontakte aufbauen. Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf, also ich denke, das mit dem ehemaligen Bekanntenkreis wird sich von selbst erledigen. Mich haben 3 bis 4 Leute besucht. Und ich denke, die kommen mit der Behinderung, die ich habe, die ich jetzt habe, nicht klar. Die haben sich seitdem nicht mehr gemeldet. Es meldet sich keiner mehr. Also ich denke. Ja, in dem Fall ist es dann mal gut, wenn sich Leute nicht melden. Ja. Finde ich ja. So kann man es auch sehen, ja. So, was jetzt die Drogengeschichte anbelangt, würde ich sehr gerne, da hätte ich noch ein besseres Gefühl, wenn du anschließend jetzt mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest. Ja, sehr gerne. Um gemeinsam zu reden, zu überlegen, was du da jetzt alles tun könntest und solltest, ja? Ja, sehr gerne. Lieber Björn, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an und ihr habt Ruhe zu sprechen. Okay, super, danke schön. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, dir auch. Tschüss, danke schön. Und weiter geht's mit dem Rudi. Rudi ist 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Rudi. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meine Situation. Es hätte auch letzte Woche gepasst zum Thema Selbsttötung.
Da habe ich zwei beziehungsweise drei hinter mir, zwei gewollte und einen provozierten. Zwei gewollte und einen provozierten, erklär mal. Ja, zwei gewollt, das war nachdem meine Freundin gestorben ist und ich danach noch das Kind verloren habe. Deine Freundin ist gestorben und euer gemeinsames Kind auch noch? Ja, meine Freundin ist durch Autounfall gestorben. Ja. Die wurde durch einen Drogensüchtigen im Autounfall verwickelt. Ja, wann war das? Vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren. Und ihr hattet ein gemeinsames Kind? Ja. Und das Kind? Das ist dann 3 Monate später durch Kindstod gestorben. Das war ganz klein, das Kind dann noch? Das war noch klein, das war 5 Monate. Hm. Ja, da will ich dir sagen, da habe ich aber eine richtige Ahnung, dass man in so Gedanken verfallen kann, sich auch das Leben zu nehmen. Also ja. Das kann ich aber auch verstehen, wirklich. Du hast dann versucht, das Leben zu nehmen. Einmal sofort danach, als das Kind beerdigt war. Mhm. Und einmal eine Zeit lang danach. Wie hast du das denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Mit Tabletten. Mhm. Und bist beides Mal dann von Freunden oder Verwandten gefunden worden? Was einmal von Verwandten, ja, und einmal von Fremden. Mhm. War das so von dir auch irgendwie geplant? Oder was heißt geplant? Aber dass man dich eventuell noch findet? Nein, nein. Nein. Also du warst ganz fest entschlossen damals, dass du sterben wolltest? Ja. Und das war für dich eigentlich ein Unglück, dass man dich gefunden hat? So habe ich das immer gesagt, ja, richtig. Ja. So, wann war der dritte, den du provoziert nennst, der dritte Selbsttötungsversuch? Vor 2,5 Monaten. Vor 2,5 Monaten? Hm. Was ist da passiert? Ich wusste, dass es mir sehr schlecht geht, dass es mir psychisch sehr schlecht geht und ich nicht schlafen konnte. Hm. Und bin trotzdem Auto gefahren. Mhm. Und dann ist ein Unfall passiert. Ich habe vorher noch gedacht, ja, ist halt egal, wenn dann passiert ist. Und ja, das ist dann passiert. Und also es ist ein Unfall passiert mit deinem Auto? Naja. Du hast einen Unfall gebaut? Richtig. Was für ein Unfall? Ich bin ziemlich heftig gegen eine Mauer gefahren. Leitplanke und dann eine Mauer. Bewusst? Nein, das nicht bewusst. Das nicht? Also eingeschlafen. Ach, eingeschlafen. Mhm. Mhm. Wieso hast du es gerade genannt, das ist ein provozierter Selbstmordversuch gewesen? Weil ich gewarnt wurde, mich anders, an mir was zu tun, weil es mir da sehr schlecht ging, andere haben das gemerkt und ich aber nicht drauf gehört habe. Moment mal, da hat jemand also dich beobachtet und der hat gemerkt, dass es dir nicht gut geht. Ja. Und derjenige hat zu dir gesagt, du musst etwas unternehmen. Richtig. Und aufgrund dessen, erklär mir das, verstehe ich nicht, diesen Autounfall hast du ja nicht gezielt bewusst inszeniert. Nein, ich hätte wissen müssen, dass ich gar nicht fahren darf im Moment. Ja, und ist es so zu verstehen, dass diese Person dich so sehr unter Druck gesetzt hat? Nein, ich habe einfach nur gedacht, es ist mir egal, wenn was, dann passiert das eben. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es passiert. Mhm. Also du gibst vorher, ich bin vorher mehrmals eingeschlafen. Und da habe ich, das habe ich dann überhört, überlesen, übergangen. Aber du gibst dieser Person keine Mitschuld? Nein, nein, das sehe ich, nein, nein. Ah ja, dann war das gerade ein bisschen missverständlich mit dem provoziert. Nein, nein. Mhm. Also das war so ein Teil Unglücksfall, aber ein Teil auch ein Selbsttötungsversuch, irgendwie so ein bisschen, weil du wusstest... Ich traute mich nicht mehr wirklich selber mir was anzutun und dann eben auf die Art, wenn es passiert. Dann das ist natürlich ganz übel, ne? Weil du da auch andere Menschen mit reinziehen hättest können. Richtig. Da gibt es dann auch gar keine Entschuldigung mehr und kein Verständnis. Das stimmt. Das ist dir jetzt... Vor 2,5 Monaten oder auch im Moment, ich höre es auch an deiner Stimme, dass es dir nicht gut geht. Das ist ja jetzt im Moment auch noch so, ne? Es ist wieder so, ja. Ja. Hat das mit den schweren Schicksalsschlägen vor 9 Jahren zu tun, immer noch? Es bricht immer mit dem Kind aus. Mhm. Es
kommt jetzt die Weihnachtszeit, das ist kurz vor Weihnachten passiert. Ja. Und es ist seit neun Jahren eben kein Weihnachten mehr da. Wie alt genau war das Kind eigentlich damals? 5 Monate. 5 Monate. Hm. Ich war dann allein mit ihr 3 Monate lang. Hm. Und dann ist es nachts eingeschlafen. Das heißt, du hast dein Kind dann morgens auch tot gefunden? Nachts noch gefunden, weil ich wusste ungefähr, wann ich aufstehe und bin dann aufgestanden, um zu füttern. Hm. Aber da lag es schon kalt. Ja. Ja, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Zuerst die Freundin zu verlieren und dann das Kind. Da gibt es keine Worte für. Nachdem das damals passiert ist und was eine Erschütterung ohnegleichen darstellt für einen Menschen, hast du dich denn damals in psychologische oder psychiatrische Behandlung begeben? Ich habe es etwas nach dem ersten versucht, aber war eigentlich ziemlich enttäuscht. Wo warst du denn? Warst du beim Psychologen? Ja. Ja. Also ambulant, nicht in einer Klinik? Nee, ambulant. Wie lange warst du da? Ich war 4-5 Mal da, also nicht lange. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir wie von anderen auch mehr Schuld gegeben wird, als geholfen wird. Auch von dem Psychologen? Mhm. Hatte ich so... Das war vielleicht auch deine Wahl. Oder dass mir die Schuld nicht genommen wurde, irgendwie. Vielleicht war das auch so deine Wahrnehmung damals. Du warst ja so eingefangen in diesem Schock, dass du das vielleicht auch nur so wahrgenommen hast. Weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du hast, wo sollte deine Schuld liegen? Wo sollte er denn Schuld liegen? Bei dem Tod deiner Freundin war es ein Unglücksfall und dem plötzlichen Kindstod, das gibt es leider Gottes immer wieder, immer noch, wo die Eltern natürlich keine Schuld tragen. Ja, aber es ist schwer einzusehen. Ja, klar. Ich würde auch denken, hättest du mal vielleicht das und hättest du mal da, wärst du mal da früher aufgestanden und so, aber letztendlich, wenn man sachlich drüber nachdenkt, ist es natürlich absurd. Du hast wahrscheinlich alles für dein Kind getan, was du nur tun konntest damals, vor allen Dingen in Anbetracht des Unglücks, dass deine Freundin verstorben war. So, jetzt hast du dann nur einmal und dann nur so einige Sitzungen, so einen Anlauf gemacht beim Psychologen. Genau. Also Rudi, ich glaube, dass es aber jetzt allerhöchste Zeit ist, dass du jetzt da einen ernsthaft neuen Anlauf unternimmst. Vor allen Dingen jetzt auch nach diesem Unfall. Wir haben jetzt über diesen Unfall gar nicht weiter gesprochen. Du bist hoffentlich nicht verletzt worden. Ich bin schwer verletzt worden. Ich wurde dann in Koma gelegt. Ach du lieber Gott. Und wie geht es dir jetzt wieder? Körperlich wieder davon eigentlich ziemlich gut. Aber... So, nun kann man das ja auch mal ein bisschen spirituell deuten. Jetzt hast du dreimal versucht, dir dein Leben zu nehmen und einmal indirekt, wie auch immer wir das benennen wollen. Und du bist nicht gestorben. Das heißt, du sollst leben. Wer immer das auch bestimmen mag, aber du sollst leben. Vielleicht will es dein Kind, vielleicht will es deine Freundin, aber du sollst leben. Und wenn du lebst, sollst du auch das Beste aus deinem Leben machen. Und dazu würde jetzt gehören, dass du dich wirklich intensiv psychologisch, psychiatrisch auch behandeln lässt. Ich habe momentan das Gefühl, nicht das Gefühl, irgendwas das Beste zu finden, das Beste für mich zu finden. Ja, aber zum Beispiel dieser Anruf ist ein Suchen danach. Ich provoziere wieder wie damals mit Freunden Streit, um allein zu sein, um ja keinen an mich ranzulassen. War jetzt am Wochenende, ich bin schon oft auf Seiten gewesen, um Selbsthilfegruppen, und jetzt am Wochenende bin ich das erste Mal auf Seiten gewesen, um genau das Gegenteil, um diese Gruppen, die die Leute suchen oder die mit Leuten in den Tod gehen. Hast du eine Beziehung im Moment? Nein. Nee. Hattest du überhaupt eine Beziehung danach nochmal?
Ja, aber. Aber ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, doch, eine kann man wirklich so nennen, aber alles andere nicht wirklich. Hilft dir der Gedanke? Wir stellen uns dein Kind vor, was verstorben ist, was du über alle Maßen geliebt hast. Wenn dieses Kind von wo auch immer sprechen könnte jetzt, würde dieses Kind mit Sicherheit nicht sagen, Papa, quäle dich zu Tode. Sondern das Kind würde sagen, Papa, es ist wunderbar, dass du mich so liebst und dass du so traurig bist. Aber schau nach vorne. Und schmeiß dein Leben, was auch so viel Wert hat und so wertvoll ist, schmeiß es nicht weg. Sondern tu was, mach etwas. Und wenn du vielleicht dein Heil darin findest, dass du, wenn du stabiler bist, vielleicht für andere Kinder da bist, irgendwo hilfst, irgendwas machst. Aber dein Kind würde dich mit Sicherheit darin unterstützen, dass es sagt, leb. Leb, Papa. Aber dafür musst du was tun, Rudi. Dafür musst du was tun. Und ich glaube, ich bin ja nun wirklich kein Mediziner, aber ich habe so den Eindruck, dass sicher ein klinischer Aufenthalt sehr, sehr richtig wäre in deinem Fall. In einer richtig guten psychosomatischen Klinik, wo du dich wohlfühlst. Du musst dich wohlfühlen, das ist das Allerwichtigste. Denn das hat sich jetzt in diesen vielen Jahren so eingeschliffen, eingebrannt, die Verzweiflung, dass das jetzt mit ein paar Therapiestunden nicht getan ist. Sollen wir dir mal ein bisschen helfen und dir ein paar Adressen an die Hand geben, was du vielleicht selbst anleiern könntest? Ja, wäre vielleicht mal gut, ja. Mehr können wir nicht machen. Wir können dir gleich Ratschläge geben, wohin du dich wenden kannst. Wir können dir auch Tipps geben, welche Kliniken gut sind. Aber dann musst du es selbst machen. So, Rudi, dann legst du bitte auf. Und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass dieses Gespräch ein bisschen was gebracht hat. Ja, und dass du so ein bisschen Kraft bekommst. Alles klar, danke schön. Alles Liebe und alles Gute. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, hier ist die Karin. Karin ist 69 Jahre alt. Guten Morgen, Karin. Hallo. Hallo, Karin. Du machst bitte deinen Fernseher oder das Radio, den Ton ganz runter. Ja, habe ich. Das ist prima. Und was geht's denn bei dir, Karin? Bei mir gibt es, dass mein Mann heute, ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist, schon nach Mitternacht, ne? Ja, wir haben 1.38 Uhr. Mein Mann ist leider gestern aus dem Leben geschieden, aber er hat das freiwillig gemacht. Was ist genau passiert? Weiß ich nicht genau, er hat sich im Wald erhängt. Die Kripo hat es nicht so zu mir gesagt, nur zu meiner Tochter noch. Und ich bin leider nicht hier gewesen, bin um 23:30 nach Harburg gefahren, musste da zur Bank was erledigen, bin dann anschließend noch zu meiner Tochter, zu den Enkelkindern, habe von unterwegs nochmal angerufen. Und ja, bin ich nach Hause gekommen, habe ich gedacht, er ist mit dem Fahrrad unterwegs oder geht spazieren. War um 5 noch nicht da und offenbar kam da die Polizei. Fragte denn nach meinem Mann, ob mein Mann hier ist. Ich sag nein, mein Mann muss unterwegs sein. Ja, wie war das dann? Und wann kam dann die wirkliche Nachricht, die endgültige Nachricht, dass... Ja, die Polizisten wussten das schon. Sie wollten von mir ein Bild haben von meinem Mann und ich... Ja, er stand ja seine Tasche hier, ich hatte den Ausweis. Ich wusste auch gar nicht, im Moment wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Wir haben erstmal meine Tochter angerufen, dass die gekommen ist. Und ja, wir sind im letzten Jahr umgezogen. Und wir beide fühlen uns hier in dieser neuen Wohnung nicht wohl. Wir haben mit dem Vermieter auch so ein bisschen Unstimmigkeiten gehabt und mein Mann auch. Und mein Mann ist so Hörgeräteträger gewesen. Auf einem Ohr war er taub und hatte ganz starke... Er hat schon 90% Schwerbehinderung da drauf gehabt, weil er kaum hören konnte. Und dann hat er dann so viel, auch mit dem Vermieter so viel Ärger gehabt, weil der
auf ihn nicht eingegangen ist, also so Palame, und mein Mann hat sich das alles so hineingefressen. Mhm. Dann ist unsere Tochter an Krebs erkrankt noch, mhm, und die ist operiert worden, und da ist... Also ist ganz viel zusammengekommen. Mit der Ehe auch, und ach, mit euch beiden war auch... Nein, meine Ehe nicht, aber das mit der Tochter. Ach so, mit der Tochter, ach so. Mhm. Und mein Mann hatte meine Tochter eigentlich adoptiert, und die beiden Enkelkinder, die wussten das erst seit 2 Jahren, dass es nicht der leibliche Opa war, mhm, aber weil mein Mann alles für die gemacht hat, alles. Was ist das heute? Und der Große ist jetzt 16 und hat auch gesagt, er ist so enttäuscht, dass mein Mann das so und so sitzen lässt. Ja, es ist heute Abend passiert. Jetzt hast du, könnte ich mir vorstellen, dass man in der Wohnung rumrennt und guckt, hat er irgendwas hinterlassen? Habe ich gemacht, hat er nicht, gar nichts. Gar nichts. Er hat sogar, ich habe noch geguckt, er hat seine goldene Uhr um und so weiter. Hm. So? Ich weiß es nicht. Er ist so spazieren gegangen. Hm. Weiß es nicht. Hm. Musstest du ihn noch identifizieren heute? Nein, er ist ins Krankenhaus gebracht worden noch. Hm. Und da habe ich auch gar nicht nachgefragt, dass es mir nachher ist eingefallen oder heute Nacht, wieso die denn eigentlich die Adresse hatten. Ja. Wenn er doch keine Papiere dabei hatte. Ja, ja, vielleicht hat er doch irgendwas in der Tasche gehabt, was auf euch oder auf dich hindeutete. Seitdem du diese Nachricht jetzt heute Abend bekommen hast, um wie viel Uhr war die Polizei, da sagtest du? Um fünf, glaube ich. Was hast du denn jetzt den ganzen Abend gemacht bis jetzt? Ja, ich habe hier, das ist ja ein bisschen ländlich, ich habe hier einen Besuch von den Nachbarn gekriegt und meine Freunde, das sind Portugiesen, die sind extra hierher gekommen, noch, weil wir ja ein bisschen rausgezogen sind. Meine Tochter war natürlich hier und ich sollte damit hin zum Schlafen, aber das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte lieber jetzt hier für mich alleine bleiben. Ja. Es kann mir ja keiner helfen und hier kann ich weinen. Ich hatte gerade schon so eine Andeutung gemacht, ich frage dich nochmal, wie war denn eure Ehe? Sie war gut. Die war gut. Ja, natürlich. Ja, was halt? Naja, gut. Naja, gut, mit allen Problemen so, die man so hat. Es waren die Probleme nur, wenn mein Mann, weil er ganz schlecht hören konnte und in dieser neuen großen Wohnung ist die Akustik so schlecht. Mhm. Und dann konnte er mich natürlich nicht immer richtig verstehen. Mhm. Wie alt war er? 71. 71, ja. Das heißt, du bist natürlich jetzt geschockt, natürlich, weil sowas Unfassbares passiert ist. Aber du hast auch ein bisschen Mut. Man braucht ja sowas nicht. Wir haben uns jetzt noch, wir sind ganz intensiv da dran gewesen, uns eine andere Wohnung zu suchen. Mhm. Haben uns gestern eine Wohnung angeguckt, Sonnabend eine Wohnung angeguckt. Also da waren ganz viele Pläne im Spiel. Ja, ich hab einen Wohnberechtigungsschein bekommen aufgrund seiner Schwerbehinderung. Ja. Und die Erkrankung deiner Tochter, die du gerade erwähnt hast, ist die denn wieder einigermaßen im Griff? Nein, das ist ja jetzt ganz frisch. Das ist ja operiert worden und sie war in einer Privatklinik nochmal, hat sich durchchecken lassen und weil sie keine Chemo macht, sie ist sehr positiv, das anders zu machen. Also da gibt es schon Probleme, aber nicht so unglaubliche Probleme, dass man so etwas eigentlich tun müsste. Nein, das können wir auch nicht. Mein Mann war teilweise verschlossen, aber sonst auch nicht. Er hat ja früher ganz viel Sport gemacht. Und wir sind extra seinetwegen rausgezogen, weil unsere Wohnung damals umgebaut wurde. Ja, und ja, durch den Hausstab, weil er ganz stark Allergiker ist, sind wir da ausgezogen und haben uns das hier gesucht. Aber mein Mann fühlte sich dann hier doch nicht hier wohl. Wie lange wart ihr eigentlich verheiratet? 38 Jahre. 38 Jahre, da meint man ja eigentlich, einen Menschen zu kennen. Ja, mein Mann ist sehr sensibel und so, aber nicht nach außen hin. Und also, wenn man jetzt mal zu ihm irgendwas gesagt hatte, dann muss man vorsichtig sein. Da dürfte man nicht einfach so krummer Hund sagen oder so. So ganz so. Ja, ich verstehe. Also, du stehst jetzt völlig vor einem Rätsel, was da in ihm vorgegangen ist. Völlig. Ja. Auch ein bisschen. Er hat schon manches Mal gesagt, sagt er, wir haben aber auch so viel Mist jetzt in der letzten Zeit gehabt, sagt er, am besten wäre man gar nicht mehr da. Naja, sowas sagt man ja schon mal dahin. Aber das sagt man ja schon mal. Und wenn jemand sowas sagt, denkt man ja nicht daran. Er war schon einmal vor 3 Jahren sehr depressiv oder 4 Jahren. Mhm. Da war er in Bayern in einer Klinik und weil es mit der Haut so schlecht war. Und da war er ganz unten eigentlich. Ja. Und da haben wir ihn aber richtig wieder hochgebracht. Er hat auch keine Medikamente, keine Psychomedikamente genommen. Nein, er musste leider ein Medikament nehmen, Timonil, und das ist gegen Krampfanfälle, weil er mal als junger Mann überfallen wurde und hatte einen doppelten Schädelbasisbruch.
und hat davon das mit dem Ohren nachbehalten und kriegte da nach 10 Jahren diese Krampfanfälle. Ja, ja. Und das hat sich aber nachher, in den letzten 10 Jahren war da gar nichts mehr. Karin, in all dem Gefühlschaos, was jetzt in deinem Herzen los ist, gibt es da auch so Momente des Zorns? Den habe ich erstens gehabt. Habe ich richtig Zorn gehabt, wie er so handeln konnte, wo man gestern noch alles so macht. Aber man steht so hilflos da und so ratlos. Natürlich ist Zorn auch ein berechtigtes Gefühl im Moment, aber es ist natürlich auch die unglaubliche Trauer, den Mann verloren zu haben und es gar nicht zu begreifen im Moment. Wie kann man einen so sitzen lassen? Jetzt liegt die ganze Nacht vor dir. Wie wird jetzt die Nacht sein? Du kannst doch nicht schlafen. Nein, meine Ärztin hatte um 11 noch angerufen bei mir und ich habe noch so ein ganz leichtes Mittel zur Beruhigung. Mhm. Das hatte ich schon mal und das habe ich genommen. Und eigentlich, ich schalte ja im Fernsehen immer hin und her, deswegen habe ich zum ersten Mal hier diese Sendung gesehen. Ach so. Ich kannte das gar nicht, wusste das gar nicht, dass es sowas gibt. Aber es ist so. Ja, gut, die Freunde wollen helfen und so, aber sie können ja gar nicht im Moment so. Nee, das ist ein Schmerz, den man dann irgendwann auch ganz für sich alleine ertragen muss. Ja, war das nachher auch schon zu viel dann, nicht? Aber wie gesagt, zu meiner Tochter wollte ich auch nicht so gerne. Denn die muss selbst sehen, dass sie zurechtkommen. Ja. Wie ist das denn, was hat die Polizei denn jetzt für morgen irgendetwas gesagt, dass du Ja, nun, ich habe ja hier die Karte gehabt und der hatte dann nochmal mit meiner Tochter gesprochen und weiß ich nicht, was nun morgen da anliegt. Ich muss gut da ins Krankenhaus oder so, ich weiß es auch nicht. Ja. Also die werden sich dann irgendwie melden oder die Tochter wird das alles dann managen. Ja, aber ich habe aber auch eine gute Freundin, die würde mit mir auch dahin fahren. Also das ist, sage ich dir, Karin, ganz wichtig, dass du da bloß nicht alleine hinfährst. Dass du da jemanden, dem du vertraust und wo du auch dem du auch dein Herz zeigen kannst. Ja, das kann ich bei dieser einen Dame, das geht. Ich schon lange. Ja, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Ja, dann habe ich so vieles mit meinem Mann durchgemacht, extra da weggezogen wegen seiner Hautprobleme Und jetzt das. Vor 2 Jahren ist meine Mutter verstorben, weil sie in einem Heim misshandelt worden ist. Und da habe ich die ganzen, immer jetzt die Wirrsuppe durchgemacht. Mein Mann hat da auch so furchtbar untergelitten gehabt, weil der 2 Jahre haben wir die Kinder fast nicht gesehen, weil mein Schwiegersohn das nicht wollte. Also sind schon eine ganze Menge Probleme sind da so. Ich merke schon, ich höre es schon. Eifersüchtig auf meine Tochter. Da sind vielleicht viele Sachen, die sich bei ihm so aufgestaut haben. Ja. Und da ist es dann, Aber dass er das denn sowas macht, ich meine, er hätte. Warum sucht er mit mir noch eine Wohnung? Das sind 1000 Fragen, die offen stehen. Und warum bin ich erst nicht wieder zurückgefahren? Ich habe ihn von unterwegs nochmal angerufen, bevor ich auf die Autobahn gefahren bin und so. Pass mal auf, Karin. Ich spüre, dass man ganz viel mit dir jetzt reden muss, wenn du das möchtest. Ja. Ich habe natürlich hier in dieser Live-Sendung nur so einen zeitlichen Rahmen. Ja, weiß ich ja. Aber wir haben im Hintergrund immer einen Psychologen, heute auch eine Psychologin. Ja. Und das geht bei uns so, dass ich dich jetzt gleich bitte aufzulegen und dann wirst du von der Heide, das ist meine Psychologin, ich weiß nicht, ob es sofort klappt, aber im Laufe der nächsten Minuten oder der nächsten Viertelstunde zurückgerufen. Ja, gut, okay. Ich wünsche dir jetzt erstmal nur viel Kraft. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Mhm. Die Kraft brauchst du. Ja. Und, okay. Alles Schönen Gute Dank von Herzen. Auch, ne? Du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück. Gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch ein bisschen Post vorlesen. Eine Domian-Postecke. Und zwar hat Uli aus Eisenach geschrieben. Und da sind wir nochmal bei dem Thema. Hallo Domian, dein Thema letzte Woche Selbstmord war ja total heftig. Die Geschichten gingen mir noch beim Einschlafen durch den Kopf. Ich habe durchaus Respekt vor Leuten, die sich nach reiflicher Überlegung das Leben nehmen. Oftmals stehen dahinter ja wirklich aussichtslose Situationen oder gar unheilbare Krankheiten. Aber sich einfach so davon zu machen, ohne dass die nächsten Angehörigen wissen, warum, das finde ich nur feige. Mein Mitgefühl für viele deiner Anrufer in der Sendung letzte Woche.
Dann hat Sigrid aus Detmold geschrieben, hallo Domian, ich habe vor einiger Zeit an deiner Sendung Mein Kind wird sterben teilgenommen. Nach meinem Anruf bei dir hat sich bei mir eine Organisation namens Protect Children gemeldet und die haben meiner so kranken Anna ermöglicht, dass ihr sehnlichster Wunsch noch erfüllt wurde. Ich hatte dazu nicht die finanziellen Mittel. Wir durften mit Anna nach Hamburg ins Musical König der Löwen fahren. Und das war ein so wunderbares Erlebnis für mein todkrankes Kind. Als ihr Lieblingslied gespielt wurde, hat sie gestrahlt wie schon sehr lange nicht mehr. Ihre Augen funkelten wie Sterne. Danke, dass ich bei dir sprechen durfte, denn nur so kam das alles zustande, obwohl ich deshalb nicht angerufen hatte. Dann Marc aus Wedel schreibt, Hi Domian, ich bin 23 Jahre alt und gucke so oft es geht deine Sendung. Respekt vor eure Arbeit. Letzten Dienstag hattet ihr ja das Thema reich und unglücklich. Und ich war entsetzt, welche Probleme einige der reichen Leute haben. Die eine Anruferin zum Beispiel hatte mehrere Millionen Euro von ihrem Opa geerbt und seitdem spricht ihr Vater nicht mehr mit ihr, vermutlich aus Neid. Na schön, dann soll sie halt ausziehen und sich von ihrem Vater abwenden. Ich habe auch Zoff mit meinem Dad und keine Millionen auf dem Konto und jammere deshalb auch nicht rum. Und Konrad, 49 Jahre, schreibt, hallo, guten Abend, Domian. Leider bin ich bei deiner Themennacht, dieser Gegenstand erregt mich, nicht durchgekommen. Weißt du, welcher Gegenstand mich absolut anmacht, verrückt macht, scharf macht? Ich glaube, du kämst nie darauf. Seit nunmehr über 20 Jahren stehe ich auf Sattel von Damenfahrrädern. Ich habe mittlerweile etwa 50 Stück in meiner Sammlung. Was ich mit denen regelmäßig sehr gerne mache, kannst du dir ja sicher denken. Ich klemme sie auf einer Vorrichtung fest und setze mich dann darauf. Nackig versteht sich und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der Konrad mit dem Damensattel. Ja, Ende unserer kleinen Postecke und jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Und ich bin verbunden mit der Ute. Und Ute ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Ute. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Ute, weswegen rufst du mich an? Ja, Domian, ich bin jetzt 50, werde am April 51, habe etliche Jahre im Ausland gelebt, auch gearbeitet, bin gelernte Arzthelferin und war da in der Apotheke tätig. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und habe als Piercerin im Tattoo-Studio gearbeitet. Bin natürlich auch selbst gepierst und tätowiert. Ja, dann hatte ich leider zwei Schlaganfälle, konnte nicht mehr dort bleiben. Die soziale und Krankenversorgung war dort nicht so sehr gut. Wo war das denn, in welchem Land? Auf Mallorca. So, ich dachte, da geht das auch alles so wie bei uns, dass alles sehr gut geregelt ist. Nee, ist es nicht. Wahrscheinlich nur, wenn man gut Kohle hat, ne? Wenn man viel Geld hat. Ja, dann das ja. Das hatte ich nicht. Ich bin ja ganz ohne Geld und bin mit meiner Tochter rübergegangen. Ja. So, jetzt war ich etwas über neun Jahre da und es ging nicht mehr. Ich hatte halt zwei Schlaganfälle und habe auch das linke Bein fast versteift. Habe jetzt eine linksseitige Halbseitenlähmung, nennt sich das. Es behindert mich nicht so sehr. Ja. So, und jetzt am Ende Juli, das Geld wurde immer knapper. Ich lebe von Hartz IV und kann man ja nicht viel mitmachen, ne? Ja, ja. Und da bin ich über diese Flirt- und Dating-Lines gegangen und habe mir da Männer gesucht. Habe auch in meinem Intro gesagt, dass ich Taschengeldwunsch habe und habe mich eigentlich seitdem prostituiert. Ach, was heißt das? Das heißt, du triffst dich dann auch mit den Männern? Ja. Und schläfst mit denen? Ja. Hast also Sex mit den Männern? Ja. Also Sex ist für mich sowieso sehr wichtig und da habe ich gedacht, dann verbinde ich doch einfach das Angenehme mit dem Nützlichen. So. Wie viele Männer hattest du jetzt schon? Es liegt so zwischen 50 und 120 Euro, je nachdem, was sie da so wollen. Ja. Wo ich da meine Tabus auch ganz klar umrissen habe. Was ist denn zum Beispiel ein Tabu? Kinder, Tiere, Kaviar und NS, das sind nicht so meine Dinger. Also wenn die sich in solche Fantasien hinein, zum Beispiel mit Kindern, da hinein begeben? Da blocke ich total ab. Ich habe selber Kinder, also mir gar nicht. Mit wie vielen Männern hast du dich jetzt schon getroffen? Ach, das waren bestimmt schon so 20, 25. Ja. Stell ich mir, wenn man so, vor allen Dingen auch jetzt so in deinem Lebensabschnitt mit so einer Tätigkeit anfängt, sehr schwer vor, so die ersten Schritte dahin zu machen. Wie ist es dir ergangen? Das war eigentlich gar nicht schwer. Ich bin eigentlich nur mal auf diese Flirtline gegangen und habe dann da mit verschiedenen Männern gesprochen und dann habe ich mein Intro da geändert und habe gesagt, dass ich Taschengeldwunsch habe. Das klingt natürlich mit 15, 20 Euro. Das
Taschengeldwunsch klingt so seltsam. Also, ja, es klingt seltsam. Ja. Es ist ja vielleicht auch seltsam, aber ein bisschen verrückt war ich halt schon immer. So, dann hast du dich mit dem ersten Karl getroffen. Wie alt war der? 26. 26. Und der wusste, dass du 50 bist? Nein, der dachte, ich bin Mitte 40. Okay, aber der wusste, dass du... Ich habe meinen Namen nicht gesagt und auch mein richtiges Alter nicht. Aber der wusste, dass du schon älter warst und... Ja, fand er aber ganz reizvoll. Fand er reizvoll. Ja. Jetzt sind das eigentlich alles so, ja, zwischen 25 und 36 und der Älteste, den ich hatte, der war 53. 53. Ja, alles geht es... nette Männer, muss ich sagen. Ich habe da wohl wirklich Glück gehabt. Alle sehr gepflegt. Da ich selber Arzthelferin bin, lege ich da natürlich auch sehr viel Wert. Auf Hygiene und so. Endlich gesund. Also ja, geht ja. Auch alles nur safer. Da ist mir das alles zu riskant. Ja, das will ich hoffen. Das will ich uns. Sonst hätten wir aber Ärger miteinander. Ja, nee. Ja. Also, da bin ich ja aber nochmal meine Grundfrage. Geht es dir denn leicht von der Hand? Ach, eigentlich schon. Gut, manchmal muss ich mich auch überwinden. Ne? Aber gut, ich habe eine Dusche und... dusch das dann wieder ab, sag ich mir so, ne? Also hattest du sogar schon mal, wenn du da so junge, knackige Jungs da kriegst, mit 25 oder so, auch schon mal sexuelle Lust, während du das gemacht hast? Ja, natürlich. Natürlich. Naja, ist ja nicht so normal. Nein, das finde ich sogar sehr reizvoll. Und dann noch ein bisschen Kohle zu kriegen dafür, umso besser. Ist ja auch noch in Ordnung, ja. Bist du denn auch noch in einer Beziehung im Moment? Nein, ich bin seit 10 Jahren glücklich geschieden. Glücklich geschieden? Also hast sturmfreie Bude sozusagen. Ja, ich bin keinem Rechenschaft schuldig, nur mir selber. Ja. Mein Problem ist nur, dass ich mit keinem drüber sprechen kann. Wenn meine Familie das wüsste, die würden am Rad drehen. Keine gute Freundin oder so, mit der du da alles mal bekakeln kannst? Ich bin jetzt noch nicht mal ein ganzes Jahr wieder in Bremen, also in Deutschland hier. Ich wohne in einem Vorort von Bremen. Ja. Geht eigentlich auch alles recht anonym ab. Und weil es hier ganz privat ist, denken die Leute halt, ich krieg Besuch, ne? Ja. Also die einzige aus der Verwandtschaft, die das weiß, ist meine Tante und die ist 74, aber die ist unheimlich cool und gut drauf, mit der kann ich drüber reden und die sagte, ja, mach. Na immerhin, hast du denn eine Gesprächspartnerin? Ja, mit der kann ich drüber reden, aber sonst mit keinem. Also meine Mutter würde einen Herzinfarkt kriegen. Was natürlich nicht korrekt ist, dass du Hartz IV einkassierst und schwarz nebenher arbeitest. Das weiß ich, aber sonst komme ich überhaupt nicht über die Runden und könnte meine Tochter überhaupt nicht mehr besuchen. Mhm. Ist das jetzt so, dass du... insofern Gefallen daran gefunden hast und denkst, das mache ich mir jetzt eine ganze Weile so? Ja, ich habe schon mal gedacht, ob ich mir nicht vielleicht irgendwo in so einem Apartment ein Zimmer mit einmiete, dass ich das hier bei mir aus der Wohnung rauskriege. Also noch professioneller dann? Ja, obwohl ich die professionelle Schiene eigentlich gar nicht möchte, denn so dieser private Rahmen, das ist eigentlich total in Ordnung. Ja. Ich fall ja auch nicht gleich über irgendeinen Mann her oder er über mich. Ist ja auch nicht. Mal Kaffee, reden zusammen. Ach so, es gibt so ein langes verbales Vorspiel dann auch noch. Ja, doch. So. Ja. Wollen die Männer das denn erst lange reden? Wollen die nicht gleich zack? Nee, die zack? Wollen nicht gleich zur Sache. Also die wollen jetzt quatschen. Hatte ich da noch keinen, der sofort ans Eingemachte wollte. Aber ist das nicht unangenehm, dann in deinem Privatbett das dann zu machen? Ich habe eine Waschmaschine, ich überziehe jeden Tag mein Bett neu. Hast du nicht irgendeine Couch, wo du es drauf machen kannst? Nee, das wäre dann von außen einsehbar und hier im Schlafzimmer habe ich Rollläden, die kann ich dann runterlassen. Verstehe. Da kann keiner reingucken. Wie hast du denn früher über Frauen gedacht, die anschaffen? Ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt. Ich hätte solche Frauen auch noch nie verurteilt. Ja. Überhaupt kein Thema. Ich habe auch auf Mallorca eine sehr gute Freundin gehabt, die anschaffen gegangen ist. Mhm. Und die sagte damals schon zu mir, ja, wäre doch auch eine Möglichkeit, da verdienst du mehr Geld. Und da habe ich mich dann aber noch ein bisschen da... ihn gesträubt und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Und wirklich so ganz definitiv, das Alter, 50 Jahre, ist kein Problem. Im Gegenteil, es gibt viele Männer, die gerne auf etwas reifere Frauen dann auch stehen und sich mit denen treffen. Ja, mein Alter, gut, ich sage dann Mitte 40, aber dann, wenn die dann hier sind, sage ich denen auch, dass ich 50 bin. Ich habe mit meinem Alter auch kein Problem. Ja, und du hast gerade gesagt, dass aufgrund der Schlaganfälle du eine leichte Behinderung hast. Ja, das ist hauptsächlich der linke Arm, den können wir an der Seite legen. Aber das heißt, die merken das gar nicht, aus denen wurscht. Ja, das macht nichts weiter, ist kein Handicap. Ja. Also ich glaube, wenn man im erfahreneren Alter in so einen Job einsteigt, ist das immer viel besser, als wenn man als ganz junges Mädel das macht. Und ich glaube, dass man auch viel weniger seelisch verletzt werden kann, weil man genau, du weißt, was du willst, du bist eine selbstbewusste Frau. Ja. Da kann nicht viel passieren, aber ich bin immer so ganz vorsichtig, wenn so 18, 17, 18-jährige Mädels mir das erzählen, dass sie sowas machen. Ja gut, also das, wenn meine Tochter mir sowas erzählen würde, dann würde ich ja natürlich alle Ampeln auf Rot haben. Ja, ja. Jetzt geht unsere Sendung vorbei, Ute. Dir geht's gut im Moment. Meiner Tochter geht's gut und mir geht's gut. Das ist die Hauptsache, so soll es auch bleiben. Schöne Grüße nach Bremen.
Ja, ich grüße dich auch und ich hätte gerne ein Autogramm von dir. Ja, wir rufen dich nochmal an gleich wegen der Adresse. Ja. Tschüss. Hab euch auch regelmäßig auf Mallorca geguckt. Hey, das ist ja super. Aber wir müssen Schluss machen jetzt. Tschüss. Tschüss, danke. In der Technik, Gundel Blendin. Und morgen heißt unser Thema Mein zweites Leben. Ich möchte mit Menschen sprechen, die nochmal ganz neu angefangen haben.